Ja, ich bin wieder mal mit dem Radl unterwegs. Heute ist ja mal halbwegs Ski. Und es geht ein bisschen auf unsere Feldwege entlang, ein bisschen durch den Wald durch. Will ich mir ein bisschen was anschauen. So, da bin ich jetzt im Wald. Eine schöne Fußstraße. Geht halt zügig bergauf. Ja, man sieht, es geht auch konstant bergauf. Mit einem normalen Radl hätte ich das nicht fahren wollen. Was das diese Leistung fliehen, ist nichts da. Jetzt ist er wieder ein bisschen bergauf. Ja, jetzt sind wir runtergefahren in den Wald, so eine Runde um und um. Da ist mein Hausbergl wieder und jetzt fahren wir da runter, entlang. Dann geht es dort den Wald durch runter. Durch den fahren wir dann rauf und durch den Wald wieder durch runter. Und dann wieder Richtung heimwärts. Aber da oben bei der Motocrossbahn werden wir dann ein kleines Päuschen machen wieder. So, fahren wir jetzt einmal. In die Grütze stehen. Passt. So, kommt wer? Nö, da kommt keiner. Da auch nicht. Dann fahren wir. Da müssen wir rauf. Ja, auf alle Fälle unsere Waldwiegeln da, also Feldwiegeln, aus Geschulderten. Ist natürlich nicht so ein großer Spaß. Hast du ja. Hopsi Hasenfuß. Hallo? Na lauf, 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 lauf. Na lauf. War der geil. Ah, da zieh ich mir jetzt einen in den Wald. Ah. Ja, ui. So schaut's aus. Na, das gefällt mir schon viel besser. Ja, manche sagen, ich fahre nur im Eco-Modus, damit sie auch weit kommen. Ehrlich gesagt, mir ist das piepschnurz egal. Bei mir kommen alle Stufen durch. Gut, den größten, den Mountainbike, den habe ich glaube ich erst ein oder zweimal verwendet. Da ist dann wirklich schön hingegangen. Aber sonst nutze ich alles durch, ich habe ja alle gezahlt. Okidoki. Jawohl. Das ist das, was noch taugt. Da geht es gar nicht ums Rasen, da geht es ums gemütlich Fahren.
Viel schneller kann ich eh nicht fahren, weil sonst habe ich so viel Gegenwind, da ist so kalt, dass ich da friere. Nein, Spaß. Ja, und vor allem da im Wald darf ich fahren. Da ist kein Fahrverbot. Darf man. Und ist auch geil. Leute, schaut euch das an. Herrlich. Was hab ich da jetzt gefressen bei Spinnen? Aber wie gesagt, ich bin gar nicht so der Prescher, der was da durch den Wald durchprescht. Eher so gemütlich, das ist. Ich will ja was sehen davon. Aus dem Alter bin ich draußen, wo ich da die Trails runterbosch. Da pfeife ich drauf. So, geht sich der Stickerl bergauf. Aber das spielt ja keine Rolle. Das waren wir 16 in die Höhe. Schuliwupp und oben sind wir. Und jetzt sind wir bei der Motorgrossbahn. Da machen wir jetzt ein Basel. Basel. Ja, und auf dem Bagel habe ich in früheren Zeiten auch schon genug Videos draus, Reviews und dergleichen. Prost! So, dann werden wir uns jetzt bei uns über die Birnen an. Ah, herrlich! Ja, mein Hausberg in der Sonne. Das Wetter ist ein bisschen trüblich, also weit sieht man nicht, aber ja, wurscht. So weit wie ich mit dem Radl fahren will, sicher. Ja, so, Kaffee ist fertig. Wenn man vielleicht hören kann, ist ein Kunstflieger unterwegs. Vielleicht gehen wir den noch ein bisschen auf die Cam. Ich glaube, ich zwar nicht auf die Action kommen, aber ist ja wurscht. Schauen wir mal. So, Helm auf, alles anziehen und dann schauen wir. Ja, so, im Augenblick sind wir da auf der Motogrossbahn, furz trocken alles, die ganze Fahrbahn. Ja, und der Kerl ist da oben, schauen wir mal, ob er rumkommt. Da wird man nicht viel sehen, der zischt da genau bei der Sonne. Ja, der wird leider viel zu klein sein. Jetzt wieder schön langsam heimwärts. Ja, Hundsheim, du hast mich wieder. Ja, Freunde, das war's. Ich habe noch ein paar hundert Meter, dann bin ich daheim. Fast 18 Kilometer am Tacho. Und das lassen wir gut sein. In dem Sinn sage ich mal wieder, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.